Tada! Hallo Freunde der leichten Unterhaltung. Willkommen zu einer neuen Folge Basteln mit Bart. In diesem Video seht ihr, wie ich für diese wunderschöne kleine Couchtischplatte aus Buche, die, wie ich finde, sehr schön plan geblieben ist über die Zeit, ein neues Tischgestell und vier neue schöne Beine aus Buche baue. Wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt einfach dran. Guckt in die Videobeschreibung für Links zu den ganzen Werkzeugen, die ihr hier seht und die ich benutze. Für Links zu meiner Patreon-Seite. Folgt meinem Kanal, hört meinen Podcast. Ich fange jetzt an zu arbeiten. Viel Spaß. Wie immer beginnt ein Massivholzprojekt damit, dass das Holz gut abgerichtet werden muss. Abrichten bedeutet für alle, die es nicht wissen, das, was ihr hier seht, nämlich an einer Abrichtmaschine eine Seite komplett plan zu hobeln. Dabei muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber man kriegt das eigentlich ganz gut hin. Und hier seht ihr, die Messerwelle dreht sich schnell und rasiert dabei sozusagen die Stellen, die noch ein bisschen uneben sind, weg. Und wenn ihr dann eine Seite komplett plan habt, dann zieht ihr die Messerwellenabdeckung so weit zurück, dass das Stück, was ihr jetzt weiter bearbeiten wollt, da genau dran vorbeipasst. Und wenn ihr so kleine Stücke, schmale Stücke bearbeitet, genau, bin ich hier immer recht vorsichtig und nehme lieber meine Schiebestöcke als meine Hände, denn meine Hände sind mir doch relativ viel wert. Genau, und jetzt drückt ihr die eben plan gehobelte Seite an den Abrichtanschlag und richtet die nächste Seite ab und erzeugt damit einen wirklich rechten Winkel zwischen diesen beiden Flächen, was ihr zwischendurch immer noch mal wieder mit einem kleinen Winkel überprüfen solltet und könnt. Hat hier gut funktioniert. Genau, dann wird die Abricht- und Dickenhobelmaschine schnell umgebaut, von der Abrichte zum Dickenhobel eben. Ihr stellt euch das so ein, dass so ein Millimeter, damit kann man immer gut anfangen, erstmal abgenommen wird und legt jetzt eine dieser vorhin komplett plan gehobelten Seiten nach unten. Und die Seite, die dann gegenüber liegt, wird dann komplett parallel glatt abgehobelt. Und dann habt ihr also jetzt quasi drei Seiten fertig und dann macht ihr das mit der anderen Seite nochmal, habt ihr vier. Und anschließend werden die einzelnen Teile für dieses Tischgestell abgelenkt. Wir brauchen hier ja vier Zagenteile, sogenannte Friese, und vier Beine. Und für die Beine habe ich mir hier was mehr oder weniger Besonderes überlegt, was ich so noch nicht gemacht habe. Die Beine sollen nämlich schräg nach unten zulaufen und dafür braucht ihr einen weiteren Anschlag an eurem Abrichtanschlag. Ihr hobelt jetzt nämlich nicht über die gesamte Fläche des Beines, sondern immer nur ab einer bestimmten Stelle etwas weg. Wichtig ist, dass ihr euch genau merkt, wie oft ihr sozusagen jede Seite über den Hobel geschoben habt und das für jede Seite des Beines, die ihr verjüngen wollt, gleich viele Züge macht. Jetzt sind wir schon am Frästisch. Und fräsen mit einem Zinkenfräser, denn diese Friese werden mit den Beinen mittels Zinken verbunden. Mit diesem Zinkenfräser fräsen wir jetzt an die Friese Zinken an. Und wenn euch das mit der Metallzwinge zu gefährlich ist, dann nehmt ihr einfach so eine Holzzwinge, wie ihr es hier seht. Nur leider kann der Zuschauer dann nicht so viel von der Fräsung sehen. Wenn ihr dann die Zinken habt, dann nehmt ihr einen normalen Nutfräser erstmal und stellt ihn auch noch nicht auf volle Tiefe ein, denn ja, meine Fräse ist hier nicht so leistungsstark und da bin ich lieber etwas vorsichtiger und fräse das in mehreren Durchgängen. Diese Nut, die wir hier jetzt in die Beine fräsen, ist erstmal nur dafür da, um Material zu entfernen. Das ist ja noch keine Gradnut. Genau, und das macht ihr eben an den glatten Seiten der Beine, die ja dann nach innen vom Tisch zeigen und dort sollen eben diese Gradnuten dann ja entstehen. Wenn das meiste Material abgetragen ist, dann stellt ihr den nochmal eine Nummer tiefer. Genau, als Tipp seht ihr hier auch, der Anschlag am Fräsanschlag ist nicht ganz auf dem Frästisch aufsitzend. Dadurch kann er ab und zu mal verrutschen, aber so können die Späne, wie ihr hier seht, wegfliegen und klemmen sich nicht zwischen Werkstück und Anschlag ein. Kleiner Tipp am Rande. Genau, hier wird jetzt eine Menge gefräst, aber es ging insgesamt doch ziemlich schnell. Dann nehmt ihr wieder den Zinkenfräser und fangt an, wie ihr es hier seht, eure Gradnut auszufräsen. Da müsst ihr vorsichtig und langsam sein, nehmt euch da ein bisschen Zeit, aber das ist auch kein Hexenwerk. Man muss eben den Anschlag richtig einstellen und eben
vorsichtig sich da rantasten, lieber 2-3 Züge machen, als wenn die Nut dann nachher zu lose ist. Das seht ihr gleich auch nämlich noch. Genau, hier korrigiere ich jetzt einmal die Position des Anschlags, denn ich habe, wie ihr seht, mir hier das Maß des Zinkens auf das Tischbein übertragen und versuche mich jetzt genau an den Riss heranzutasten. Hier seht ihr jetzt schon den Fehler, den ich mache. Ich bin ein Müh, wie man so schön sagt, über den Riss hinausgegangen. Das seht ihr jetzt auch gleich bei der Fräsung. Ist mir bei dem Licht und mit Kamera und so weiter nicht aufgefallen. Ich zeige euch gleich auch noch das Ergebnis. Erstmal muss die andere Seite aber noch gefräst werden. Und hier seht ihr, auf der einen Seite hat das Bein schon die fertige Gratnut. Genau, und auf dieser Seite wird sie jetzt gerade noch angefräst. Und jetzt seht ihr hier, das Ganze ist leider ziemlich lose geworden. Ja, der Zinken kann nicht raus, das ist schon mal gut, aber er sitzt etwas zu tief und er sitzt auch etwas zu lose. Ja, jetzt baue ich das Ganze einmal trocken, ohne Leim zusammen, um zu gucken, welches Teil muss sich an welche Stelle fügen. Und das kann ich euch nur empfehlen, sowas auch zu tun, denn dann erlebt ihr beim Verleimen keine bösen Überraschungen. Ich wollte sagen, ihr überlebt das Leimen dann auch ohne Stress, genau. Tja, mal gucken, was der Kollege im Bild da jetzt zu seiner Arbeit zu sagen hat. Ja, was soll man sagen? Wie ihr seht, das Ganze passt ineinander und es bleibt auch stehen. Das wollen wir mal als Positives festhalten. Was mir nicht so gut gelungen ist, ist zum Teil eben, hier seht ihr das deutlich, oder auch hier, so die Tiefe der Gratnuten. Mit einem runden Fräser ist es natürlich schwierig, tief genug zu fräsen. Eigentlich hätte ich eher aufhören müssen und dann das Ganze von Hand nachstemmen. War mir dann aber zu aufwendig. Ich dachte, ich kriege das so gut hin. Manchmal ist mir der Stockklotz da am Frästisch verrutscht, weil der eben nur durch so eine Schraubzwinge gehalten wird. Ja, ist nicht so einfach. Aber fürs erste Mal bin ich soweit ganz zufrieden und das Ganze wird ja auch noch verleimt. Manche Nuten, seht ihr hier, sind einfach von Hand leicht zu lösen. Manche sind dann eben durch die zwischendurch Verstellung des Stoppklotzes oder auch des Fressanschlags, manche sind sehr fest geworden. Die hier zum Beispiel kriege ich nur auseinander geschlagen. Die hier kann man von Hand lösen. Ja, aber es wird wie gesagt noch verleimt, deswegen ja, vielleicht alles nicht so schlimm. Bevor ich das aber verleime, möchte ich jetzt sozusagen das Oberflächenfinish machen. Das mache ich, indem ich hier die Kanten mit dem Hobel breche und das Ganze einmal drüber schleife und dann wird es verleimt. Ja, wunderbar, Cassian, das hast du ja toll beschrieben. Deswegen sage ich jetzt auch nur mal, so wird die Kante gehobelt und ich glaube, das nennt man dann nicht Kanten brechen, sondern Kanten leicht anfasen. Aber was weiß ich denn schon. Genau, und dann wird er nochmal eben fix mit 80er, 120er, 240er drüber geschliffen. Das dauert alles viel, viel länger, als ihr das hier im Zeitraffer seht, aber ich glaube, das ist ziemlich langweilig, dabei zuzugucken. Und dann wird auch schon verleimt. Ich gebe hier relativ großzügig Leim auf, gerade auf die Verbindungen, die ein bisschen lose sind. Ja, ich weiß, das bringt nichts, wenn da Distanzen vom Leim gefüllt werden, aber ich bilde mir trotzdem ein, dass das Material, was der Leim ja letztendlich ist, dass ich in diese Fuge dann einbringe, dafür sorgt, dass das Ganze strammer da drin sitzt. Denn die Stabilität und den Halt kriegt das Ganze ja durch Zinken und Gratnut und nicht nur durch die Verleimung. Der Leim soll das Ganze eigentlich ja nur in Position halten. So lüge ich mir das jetzt hier mal selber zurecht, um meinen Fusch da als halbwegs gute Arbeit dastehen zu lassen. Aber das muss auch mal sein. Genau, wenn das Ganze dann komplett verleimt ist, was gleich hier der Fall sein sollte, dann müssen natürlich noch ein paar Zwingen an die richtigen Stellen. Und ich habe die dann sozusagen immer an die Kopfenden gesetzt, damit Druck auf die Stirnseite sozusagen erfolgt. Und das Ganze dann mit 4 Zwingen, also von allen Seiten. Ja, an mehr Stellen erschienen mir jetzt keine Zwinge sinnvoll. Und es gab auch einen guten Leimaustritt, wie ihr hier sehen könnt. Also ich glaube, das ist einigermaßen dicht geworden. Nachdem das Ganze dann getrocknet war, kamen die Zwingen natürlich schnellstmöglich runter und ich habe festgestellt, das Tischgestell wackelt. Aber da gibt es einen Trick, das zu lange Bein wird einfach über eine Tischkante einer planen Fläche gehalten, markiert und dann wisst ihr genau, wie viel da runter muss. Das habe ich dann mal eben schnell mit der Handsäge gemacht,
denn das war mir alles irgendwie nicht sicher und ja, genau genug dann auf der Kreissäge zu tun, auch wegen der angeschrägten Beine. So ging das ganz gut und simsalabim, nichts wackelt mehr. Ich habe das selber zum ersten Mal gemacht, war überrascht, wie gut das funktioniert hat. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie kommt das Tischgestell denn jetzt an die Platte? Ja, das mache ich einfach mit 4 Schrauben. Hier wird mit dem 10er-Bohrer erstmal sozusagen vorgebohrt, weil die Schrauben nicht so ewig lang waren. Und dann mit dem 8er-Bohrer durchgebohrt. Die Schrauben sind 6 mm. Dann wird das Tischgestell auf der Platte positioniert. Und die Schraublöcher sollten genau so positioniert sein, wie ihr das hier seht, damit die Platte, falls sie sich doch mal schüsseln will, quasi durch die Schrauben an das Tischgestell gepresst wird. Hier messe ich jetzt nochmal eben aus, dass das Ganze auch wirklich zentriert sitzt und dann wird ganz einfach mit Flachkopfschrauben das Ganze an die Tischplatte geschraubt und dann ist das auch schon fest. Da steht das Tischlein schon und fühlt sich schön an, wackelt nicht. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist eine Oberflächenbehandlung, denn das Ganze ist ja jetzt noch ohne. Ich habe hier dann eben die Tischplatte, hatte ich schon mal geölt mit Leinöl Firnis und deswegen öle ich jetzt nur nochmal das neue Tischgestell. Und was ich noch erwähnen wollte, ist, dass mir völlig klar ist, dass das hier nicht die Filetstücke von Holz sind, die man eigentlich laut Tischler-Lehrbuch für so eine Zarge oder so ein Tischgestell verwenden sollte oder Beine. Aber ich habe damit noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, einfach das Holz zu nehmen, was da ist und ein bisschen darauf zu achten, dass es nicht zu gerissen oder zu falsche, in Anführungszeichen, Jahresringe hat. Hier seht ihr nochmal die etwas zu langen Nuten. Die sieht man aber, wenn man den Tisch so aus Stehhöhe betrachtet, überhaupt nicht. Also das ist ein ganz kleiner Mangel, den nur ich sehe, weil ich weiß, wo er ist. Da sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Diese angeschrägten Beine, ich finde, das ist ein wirklich klassisches, zeitloses Design. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare unter dieser Folge, ob ihr eher ein Fan der klaren Linie seid oder ob ihr eher das verschnörkelte Barocke mögt. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Ihr habt heute gesehen, dass man so eine Zargenverbindung auch mit Zinken statt mit Schlitz und Zapfen oder Dominos, Dübeln, Winkeln, was auch immer machen kann. Funktioniert super. Ist relativ aufwendig. Ich habe es heute auch zum ersten Mal gemacht. Ob ich es wieder machen würde, weiß ich nicht, weil, ja, wie gesagt, es ist doch relativ aufwendig. Ich werde jetzt mal gucken, wie langlebig sich das Ganze erweist. Und dann bin ich hinterher schlauer. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß in eurer Werkstatt. Macht jetzt mal aus, hört auf YouTube zu gucken. Geht raus, macht was mit eurer Family oder bastelt selber was. Ist mir egal. Hauptsache, ihr schaltet den Flimmerkasten mal ab. Macht's gut. We'll be right back.